Stille Nacht, heilige Nacht. Ja, es ist schon wieder vollbracht mit Weihnachten. Fast. Heute am ersten Weihnachtstag für dich ein neues YouTube-Video. Ja, ich bin's wieder. Hallo. Thomas Friebe, Profisprecher und Coach. Und ich freue mich, dass du an diesen heiligen Tagen die Zeit findest, dieses Video anzuschauen. Möglicherweise bist du gerade unterwegs zu den Schwiegereltern. Am ersten Weihnachtsfeiertag machen das ganz viele Menschen. Und möglicherweise hast du einen Stein im Magen. Und möglicherweise wirst du dich schon darauf einstellen, dass es vielleicht zu Streit kommt. Ich bitte dich, mach es nicht. Atme tief in den Bauch. Denk dir vorher, nein, ich bin friedlich und froh und ich möchte mich nicht streiten, dann wird es auch nicht passieren. Um eine gute und sorgsame Kommunikation soll es in diesem Blogbeitrag gehen. Ja, was können wir tun, damit wir uns nicht streiten? Vor ein paar Wochen hatte ich schon mal ein Video, erinnerst du dich? Gib dem anderen Recht. Aber es ist ja nicht nur, dass wir den anderen Recht geben wollen, sondern möglicherweise machst du schon einen Schritt nach vorne und denkst dir die Situation, wie du sie haben willst. Dass du dich nämlich nicht streitest, dass du dich nicht aufregst. Und wenn du weißt, was du bei diesem Erlebnis nachher unten unter dem Strich raushaben willst, also Tony Robbins sagt immer, think about your outcome, also was du da rausholen willst aus der Situation, wenn du das weißt, dann gehst du ganz anders an die Sache ran. Und ich erinnere dich nochmal an die drei magischen Worte. Vielleicht erinnerst du dich, ich habe die Geschichte schon mal erzählt, wenn ich zu Hause nach Hause komme, am Abend oder vielleicht manchmal am Nachmittag und den Schlüssel bei uns in die Tür vom Haus stecke, um meine Familie zu begrüßen, sobald ich den Schlüssel reinstecke, ist das wie ein automatischer Trigger und ich sage mir drei Worte. Love, Care, Support. Liebe, unterstütze, helfe. Und das ist so eingebrannt in mir, dass ich das automatisch tue. Das heißt, mein Ego bleibt erstmal draußen vor der Tür und ich weiß, ich bin jetzt mal für meine Familie da. Zumindest die erste Zeit. Das kann sich nachher wieder ändern. Aber wenn ich das Haus betrete, bin ich für sie da. Und das ändert alles. Denk dir drei magische Worte, die du dir immer wieder sagst, wie ein Mantra, vielleicht während du zu den Schwiegereltern fährst oder zu den Verwandten oder wo auch immer, wenn du in diese Situation kommst und du denkst, ah, es könnte ein bisschen hakelig werden. Denk dir drei Worte, vielleicht Friede, Freude, Eierkuchen. Das Eierkuchen ersetzt du dann durch nach Schöneres. Denk dir vielleicht auch aktiv, ich bin ruhig. Ich bin verantwortungsvoll, ich bin verständnisvoll. Suche du dir deine eigenen drei Worte aus und sag sie. Aber mach das wirklich. Ja, drei Worte, der Friebe mit seinen drei Worten. Nein, mach das. Es wird einen großen Unterschied in der Kommunikation machen. Das kannst du übrigens auch nicht nur an Weihnachten machen, sondern immer, wenn du eine Präsentation hältst. Was ist das wichtigste Wort oder die drei wichtigsten Worte, was ist deine Intention dahinter? Was willst du raushaben? Und das sagst du dir. Drei Worte. Vergiss sie nicht. Schreib sie direkt auf. Hol sie in dein Herz und sprich sie. Immer wieder, wie so ein kleines Mantra. Und es wird vieles, vieles ändern. Ich bin mir ganz sicher. Schreib mir hier im Kommentarfeld unter das Video, wie dir dieser Tipp gefallen hat oder vielleicht auch, welche deine drei Worte sind. Ich freue mich sehr darüber. Alles Liebe, dein Thomas Friebe. Die drei magischen Worte. Ich hoffe, du hast sie dir überlegt. Und jetzt sage ich dir mal meine drei magischen Worte, zumindest was dieses Video betrifft und alle anderen hier in diesem Kanal. Drei magische Worte. Liken. Teilen, abonnieren. Alles Liebe, dein Thomas Friebe.